Hallo, in diesem Video möchte ich kurz auf eine Punktfangoption eingehen. Und zwar geht es hier um die Punktfangoption des Körperschwerpunkts. Wenn Sie jetzt so wie ich diesen Körperschwerpunkt auswählen würden, dann wird hier aktuell kein Punkt gefunden. Das heißt, Sie müssen vorher unter Information dieses Volumen berechnen lassen, beziehungsweise die ganzen Werte. Das heißt, wenn Sie hier draufklicken, muss vorher das Teil aktiviert sein und ich kann hier bestätigen und kann hier als Variante möglichst genau auswählen. Ich bekomme hier eine Liste des Gewichts und des Schwerpunktes und jetzt ist dieser Körperschwerpunkt auch angreifbar. Das heißt, wenn ich hier mittels Verschieben zum Beispiel und jetzt anschließend der Enter-Taste auf den Körperschwerpunkt gehe und anschließend muss ich auch noch das Bauteil auswählen, dann habe ich hier diesen Körper auf dem Körperschwerpunkt. Was ich hier in diesem Fall oft noch sehr gerne mache, ist, dass ich hier einen Punkt setze. Das heißt, ich möchte hier einen neuen isolierten Punkt auf die Baugruppe setzen und diesen Punkt setze ich hier auf den Körperschwerpunkt. Das heißt, man sieht hier, ich gehe hier einfach mal in die Draufsicht, man sieht hier, wenn ich da drüber fahre, dann habe ich hier meinen Körperschwerpunkt, doch hier, und wenn ich diesen Punkt einmal gesetzt habe, dann kann ich diese Baugruppe natürlich jederzeit über diesen Punkt, über den Schwerpunkt angreifen. Dieser Punkt ist natürlich jetzt nicht, also wenn ich jetzt Teile dazu konstruiere, dann muss ich diesen Punkt natürlich neu setzen. Das heißt, ich müsste hier vorher diesen Punkt löschen und einen neuen Punkt setzen.